So, ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wolfenstein The New Order. Weiter ins Geschehen. Max Haas hat. Krasse Schüsse abgekriegt. Max Haas. Wo ich mich frage. Wie er das überleben will. Höppu. Blasco, verdammt nochmal, sind Sie das etwa? Hören Sie Blasco, Sie hat an ihr. Verdammte Frau Engel, auch Set und Bombarde hat sie in ihrer. Das ist auch noch. Sie werden zu einer Kopfbasis gemacht. Caroline, was zur Hölle machst du da? Ich will das verdammte Ding zum Laufen bringen. Dann mach's leise, okay? Hey Blasco, wir haben noch einen Hubschrauber beim Hangar. Wenn Sie schnell machen, nehmen wir ihn uns. Holen Sie unsere Leute raus. Kommen Sie zu uns. Fergus Ende. Gar nicht gut. Unten oder oben? Können wir oben gucken. Alter, was ist das? Aber immerhin noch keine Leichen von unseren Leuten. Oh. Hm. Tut mir leid für euch. Okay, oben aufgeräumt, oben ist nichts mehr. Fuck! Willst du Manga finden? Scheiße. Ja, wo? Doch rum. Alter Schwede.
Vermutlich hier. Ich sehe sie. Hab sie kommen hören. Alles im Einklang mit den Zahlen. Heute ist die entscheidende Zahl 19. Eine Primzahl, warum nicht? Mathematisch betrachtet muss jeder von uns 19 von denen erledigen. Im Schnitt. Dann werden wir gewinnen. Ja. Ich bin inzwischen schon richtig gut darin geworden. Ich habe schon 11 geschafft. Habe ich schon Danke gesagt? Ich weiß nicht, ob ich ihn gedankt habe. Ich sollte meinem Freund Danke sagen. Aber ich habe vor heute schon 7 erledigt. Auf andere Weise. Ich muss jetzt weiter. Fergus und Caroline finden. Sie sollten mit mir kommen. Und mein Modell ruinieren? Es entspricht dem Kausalitätsprinzip. Sie wollen, dass ich gegen die Naturgesetze rebelliere. Verstehen Sie nicht? Der Weg vor Ihnen ist lang und so steinig, dass ich mich frage, ob Ihr Kopf das aushält. Mein Weg endet hier, an diesem Tag. Ich bin froh, einen Freund gefunden zu haben. Krasser Scheiß. Ach, der ist hart im Leben. Tut mir leid. Keine Position. Alter, was ist das? Haben wir noch erwischt? Ah, okay. Alter Schwede, was für eine Scheiße. Ich glaube, wir kommen aufs Ende zu. Alter. Mein Gott, ey. Was ist ein Biest, ey.
Jetzt müssen wir echt immer alles einsammeln. Damit wir nicht umklappen. Ja gut. Oh, was ist das? Willkommen zurück in Berlin, Lesbos. Ich passe auf, dass unser Hubschrauber nicht geklaut wird. Vielleicht könnten Sie was gegen die Angreifer unternehmen. Und passen Sie auf Fergus auf, bitte. Er hat keine Munition mehr und kann sich nicht verteidigen. Na, so einen Anzug. Das frisst mich. Okay, ja gut. Ich wusste, dass wir irgendwann gegen so ein Viech kämpfen müssen. Aber ich hätte vielleicht mit was Stärkerem schießen müssen. Wie ist damit? Ich gehe mal davon aus, dass der hier nicht durchpasst. Oder damit. Warum habe ich nicht gelernt? Alter, wieso hält das so viel aus? Endgegner, oder? Ultimative Waffe. Ich weiß noch nicht, wie man den bekämpft. Wir haben hier so die da. Mhm. Yes! Arschgeige. Haha. Einsteigen, Jungs! Wir haben noch was vor! Leute retten! Es ist noch nicht vorbei! Aua! Thanks.
sie leben noch. Du bist ein Junge. Weißt du das? So ein guter Junge. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Hab keine Angst. Wir sind alle allein. Immer. Auch wenn es nicht so aussieht. Jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen. Ich wünschte, du könntest sie sehen. Die Kraft und die Stärke in dir. Max! 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 Es ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, wofür man eigentlich kämpft. Es ist soweit. Nach dem, was wir über Totenkopfs Basis wissen, werden die Gefangenen in den unteren Etagen bei den Versuchslabors festgehalten. Wir passen den richtigen Moment ab. Wir haben jetzt die Entschlüsselungscodes. Wir tauchen ran, kommen erst kurz vor der Basis an die Oberfläche. Sie machen die verdammte Außenwand mit der Kanone platt, dringen so schnell es geht in die Basis ein. Sie werden das Feuer erwidern, also tauchen wir, bevor sie das U-Boot versenken. Dann ziehen wir uns in sichere Entfernung zurück. Wenn sie drin sind, dringen sie in die unteren Stockwerke vor. Befreien sie die Gefangenen, wir schicken den Hubschrauber rein. Sind alle dann sicher in der Luft, machen wir die Sprengköpfe scharf, zünden die Atombomben. Ebnen alles ein. Bumm, zack. Kein Totenkopf mehr. Passen Sie auf sich auf. Vergeigen Sie es nicht, Sie grandioser Scheißkerl. Max Haas! Ich mag den. Oh Mann. Okay, was ist das denn? Muss man im Tauchanzug draußen sein, um mit der Kanone schießen zu können? Aber sowas von. Terroristen, Parasiten, wollen sie ihresgleichen befreien? Ich glaube, leise brauchen wir nicht reingehen, oder? Ihre dreckigen Füße in diese
Maschinenmenschen. Mhm, super, ich freue mich schon. Ich bin bei Ihnen zu Hause, General. Wird heute also Geschichte geschrieben. Also bevor man da jedes Mal um die nächste Ecke geht, muss man sich echt gut vorbereiten, sonst, ja. Den brauchen wir wirklich nicht. Das macht ihm nichts aus. Das war schon. Wieder lacht. Na warte, ich freue mich schon.
Wie doof. Keine Ahnung, was ich mir daraus erhoffe. Viel Beton. Ich habe ein neues Zeitalter eingeläutet. Ein Zeitalter der Vernunft, der Reinheit, der Stärke. Sie folgen nur ihrer primitiven Wut. Vergleichbar mit einem Gorilla im Dschungel, der sich auf die Brust trommelt. Nur weit weniger interessant. Nein! Wo kommt der denn jetzt plötzlich her?
Wir sind eh am Ende der Folge. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Halleluja.